So, als nächstes Workout starten wir mit dem Gymstick, dem perfekten Home-Trainingsgerät. Und zwar ist es ein Stab mit zwei Bändern. Ich schnall mich mal an. Und zwar schlüpft man hier mit den Füßen erstmal einfach in die Schlaufen rein. Wir gehen erstmal mit beiden Füßen rein. Wenn ich die Füße eng habe, kann ich zwar die Stange auch leicht aufrollen, aber die Bänder gehen relativ schnell an meine Griffposition. Das heißt, ich mache das mit weit geöffneten Beinen unter einer leichten Anspannung. Dann seht ihr, dann bleibt diese Spaghetti am Ende und dann kann ich wieder schließen. Jetzt habe ich Widerstand und ich zeige euch jetzt einfach mal ein Portfolio aus Übungen, die man mit dem Gymstick machen kann, also diese Vielfältigkeit. Ihr selber könnt euch dann einen Trainingsplan damit zusammenstellen zu Hause, je nach Muskelgruppe, die ihr trainieren möchtet. Ich fange erstmal mit einer Beinübung an, mit den klassischen Squats. Das ist jetzt nichts Neues, aber wir haben jetzt nicht normalerweise das Gewicht, was auf den Schultern liegt, gleichmäßig verteilt, sondern das Band gibt mir einen Widerstand und die Kraft wächst nach oben. Das heißt, ich drücke aktiv nach oben raus aus den Oberschenkeln und aus dem Rücken. Ich kann jetzt hier, weil der Gymstick natürlich die Bänder hat, ein bisschen über die Stabilisierung arbeiten, über den Side Leg Lift. Und das Spannendste ist eigentlich die nächste Übung, weil die werdet ihr mit keinem anderen Trainingsgerät so hinkriegen, sind die Lunges. Sobald ich jetzt in die Position gehe, zieht er mich hier rüber. Ich habe also jetzt eine Core Stability, ich muss hier gegenhalten und jetzt geht's los. Erstmal in die Lunges. Von außen sollte man nicht sehen, dass irgendwas passiert. Und das Wichtige bei dem Training ist, ihr kontrolliert den Stab und nicht umgekehrt. Ja, hier richtig in die Rotation für den Bauch und für die Beine. Ihr seht, das ist so ein 360 Grad Full Body Workout. Und dann einmal von hier aus lösen. Ich zeige euch noch eine Übung für die Beine. Und zwar sind das die klassischen Thrusters. Shoulder Press und nach oben hoch. Kann ich natürlich, wenn ich jetzt nur die Schultern trainieren möchte, auch wirklich nur als Upright Row and Press machen, als Schulterpresse. Also da geht alles mit. Gut, kommen wir zu den nächsten Oberkörperübungen. Ich starte jetzt mal mit der ersten Sequenz. So gehe ich von oben nach unten runter, nämlich den Bizeps. Roll ungefähr bis Armlänge auf. Ja, und ich denke jetzt, es geht noch ein bisschen mehr, dann rolle ich noch weiter auf. Also die unterschiedlichen Stäbe, das ist jetzt hier der zweitstärkste. Es gibt noch einen, der noch stärker ist. Das heißt, die Bänder sind dann etwas kräftiger und man hat mehr Gewicht mit dem Aufrollen am Ende als Kraftsequenz. So, Bizeps Curl. Dann gehen wir ans Rudern. Ich gehe jetzt noch weiter runter, öffne die Füße wieder, roll jetzt ganz nach unten und kann jetzt hier wie mit einer Langhantel den klassischen Deadlift machen, also Kreuzheben und kann es kombinieren, und das ist schon ganz ordentlich, mit engen Ruderbewegungen. Oder ich öffne die Arme und mache einen Open Wide Row. Der ist dann etwas mehr hier oben für die Schulterblätter. Ja, ihr seht, das ist jetzt so die klassische Rückenpartie. Ich zeige euch nochmal ein paar Übungen. Und zwar gehe ich jetzt mal hier raus, schnall das Ganze jetzt mal nur an einen Fuß. Gehe mit dem anderen Bein durch, stelle mich auch wieder in so einen leichten Ausfallschritt und kann jetzt hier die Chest Press leicht diagonal machen für die vordere Schulter. Und jetzt mache ich den klassischen Trizeps Overhead Press. Wem das zu anstrengend ist, der kann auch eine Etage tiefer gehen, dann wird es definitiv ein bisschen leichter. So, nächste Variante ist der Po. Ich zeige euch jetzt fließende Übergänge. Und dann geht es von hier aus ins Gesäß nach hinten. Man kann jetzt auch hier wieder, weil mir das ein bisschen zu leicht ist, allerdings muss ich die hier ein bisschen schieben, wieder mehr Widerstand reindrehen, lehne mich auf den Stab und ihr habt die perfekte Übung hier für den Po. So, ich zeige euch noch eine im Sitzen. Da muss ich leider aber noch einmal umschnallen.
Und zwar gehe ich jetzt nochmal in den Widerstand rein. Ich mache jetzt so eine Bauchübung, die so ein bisschen aus dem Rudern kommt. So ähnelt die auf jeden Fall. Ich gehe in so eine Babyhaltung, so nennt die sich. Ich ziehe das Ding hier in die Armbeuge, schließe die Füße und kann jetzt hier mit leichtem Widerstand nach hinten gehen. Ich trainiere jetzt die diagonalen Bauchmuskeln und wenn ich möchte, bleibe ich hinten in der Anspannung und schiebe die Bänder und die Stäbe mit den Enden Richtung Boden zur Seite tief. So, das waren die ersten Varianten. Wenn man jetzt zu zweit ist, kann man natürlich auch witzige Partnerübungen damit machen. Man kann den Stab aber auch noch etwas anders verwenden. Also ich könnte theoretisch auch das Baby auf den Boden legen. Kann jetzt hier also alles ne, diagonal machen. Ich kann die Schultern auch nochmal in diese Richtung trainieren. Also klassischer Shoulder Press, einseitige Arbeiten. Und was man auch noch machen kann, ist den Trizeps so trainieren. Dann greife ich das Ganze hier. Und habe ähnliche Übungen wie vorhin, aber die ist natürlich wesentlich leichter. Und was ich zum Beispiel super finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Innen- und Außenseite ist ja so im Home-Trainingsbereich für die Oberschenkel meistens immer recht schwierig zu trainieren. Ich zeige euch mal eine Variante, wie ich mit dem Stick, da schlüpfe ich jetzt nur mit einem Fuß rein und dann drehe ich hier das Ganze wie so eine Spaghetti auf oben, das Ende ist wurscht. So, und dann kann ich mich hier hinstellen. Das Ende des Stabes sollte auf einem Teppich oder auf einer Matte stehen. Und dann kann ich hier wirklich die seitlichen Oberschenkel trainieren. Ich finde das immer recht schwierig. Wenn ich zu Hause bin, kann man es entweder nur mit Gewichtsmanschetten machen, eventuell die Innenseite mit einem Ball oder wenn ich so Loops habe. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch für die Innenseite. Dann ist es eher noch wie so ein Fußballkick. Ja, hier ist die Bewegung natürlich deutlich kleiner. Aber ihr seht, was man mit dem Teil alles machen kann. Die sind super flexibel, die Gymsticks. Wie gesagt, man kann sie auseinandernehmen, man kann sie mitnehmen auf Reisen. Die passen in den Koffer. Für mich eins der besten Trainingsgeräte für zu Hause. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentarleiste oder persönliche Nachricht an mich, dann beantworte ich euch alle Fragen.